Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Wir sind hier mitten in den Ereignissen in Ilos oder Ilos. Wir haben so viel erfahren letzte Folge. Über die Citadel, über die Reaper, über die Sovereign, über die Proteaner. Und wir wissen, wir müssen Sachen aufhalten, die Röhre zu finden, denn mit dieser Röhre kann er ein Signal an die Reaper schicken, durch diese die Citadel, das Tor. All ihre Kultur, ihre fortschrittliche Technologie und trotzdem wurden die Proteaner genau wie wir von den Reapern überrannt. Sie sind gescheitert. Gehen wir weiter. Ich habe nicht vor, wie sie zu enden. Und einfach Katastrophe quasi, die dann herbeigeschworen wird, wenn die Reaper die Citadel direkt angreifen würden. Deshalb müssen wir Saren aufhalten. Saren und die Sovereign. Die Reaper. Im Ganzen. So, dazu müssen wir aber erstmal hinkommen. Säureröhre. Wie wir in diesem linearen Weg schneller als Saren sein können, weiß ich noch nicht. Oh Gott. Okay. Ah. So, weiter. Noch ist es nicht vorbei. So. Wow. Oh Gottes Willen, wann sind wir denn mal endlich am Ziel? Das sind nur kleine Objekte, die uns hier aufhalten, ja. Die geht, die Sovereign verehren. Obwohl die Sovereign das eigentlich gar nicht will. Sie sind nur dreckige Werkzeuge. Oh. Richtige kleine Werkzeuge. Da hinten ist was. Da, die Röhre. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geht werden uns die Sache nicht leicht machen. Genau so ist es. Verteidigungssysteme aktivieren. Station abriegeln. Die Stationsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Die Zitadelle verlassen. Den Rat evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. Oh oh.
Die Röhre wird in 40 Sekunden geschlossen. Och du Scheiße. Und die Citadel ist unter einem stetigen Angriff. Ja, jetzt wird's ungemütlich. Da hast du recht, Rex. Aber wir müssen da durch. Mit unserem Marco. Ab zur Citadel. Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Na wunderbar. Oh Gott, mein Medizin. Die Citadel wurde zerstört. Es ist zu spät. Aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierung. Hask! Oh! Na wunderbar. So habe ich die Citadel auch noch nicht gesehen. Ja. Die Zitadelle schließt sich. Sie versiegeln die Station. Feindliche Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Hätten Sie mir doch mal nur geglaubt. Wir gehen raus. Verschlossen. Ein seltenes Bild. Wow. Ach Gott. Zerstörung, Tod. Das, was uns hier wartet.
stell dir vor, es wären mehr gewesen. Es wäre so schlimm geendet. Und noch mehr. Die Waffen der Sovereign. Geht ja gar nicht, stimmt. Okay, weiter. Passiert doch noch gleich was. Ist das die Sovereign? Der Verteidigungsturm. So. Wir müssen die Verteidigung wieder aktivieren. Wir müssen die Citadel retten. Und hier wieder irgendwie hochkommen. Das ist kein leichter Kampf. Das wird ein schwerer Kampf. Durchschnittliche Elektronik. Haben wir. Noch ein Frontkämpfer. Immer unendlicher. Das ist zu laut hier. Na, wunderbar. Das Landungsschiff ist runter. Gleich zwei Krieger von denen. Ja, wunderbar. Ein Verbündeter, der irgendwie nicht so viel hat. Okay, noch schaffen wir es. Noch ist das kein Problem. So, die Citadel ist noch nicht am Ende. Nur fast. Aber wir werden es aufhalten. Oh Gott, die Geschütztürme, ne? Ich wusste, dass ich die auch irgendwann mal mit dem Boden über den Boden schießen muss. Fast tot! Ne, F war das ja. So, Leo, steh wieder auf! Wir dürfen nicht aufgeben. Keine Option für die Citadel. Nicht und nie aufgeben.
immer weiter bis ans Ziel. Bis das der Tod entscheidet. Naja, gut, das vielleicht nicht, aber. Wo müssen wir hin? Hier lang? Boah, ist ein Ausrufezeichen, das ist gut. Okay, gehen wir da rein. Oh oh, ich glaube, wir sind im Hauptturm, oder? Beim Rat? Ist das hier richtig? Das ist, glaube ich, der Bezirksturm. Oh Gott. Noch mehr geht's. Die ganze Station ist voll mit ihnen. Und der Rat hat nicht auf uns gehört. Eigentlich ist deren Schuld. Ist das der Ratsherr der Touri? Nein, das ist Saren. Dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Rechtzeitig? Rechtzeitig wofür? Die letzte Konfrontation. Wir haben doch beide mit so einem Ende gerechnet. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadell. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Und die werden wir aufhalten. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Wir haben unsere Begegnung auf Vormeyer überlebt, aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Was haben Sie getan? Sie haben ein Sovereign-Implantat? Sind Sie verrückt? Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Vormeyer musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Sie sind doch indoktriniert. Die Sovereign kontrolliert sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Wir können Sie schlagen. Die Sovereign hat noch nicht gewonnen. Ich kann verhindern, dass sie die Kontrolle über die Station übernimmt. Treten Sie zur Seite, dann wird die Invasion nie geschehen. Wir können Sie nicht aufhalten. Nicht auf Dauer. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Die Reaper sind zu mächtig. Aber man darf nicht aufgeben. Einem Teil von ihnen muss doch klar sein, dass das falsch ist. Sie können dagegen ankämpfen. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Das ist doch nicht wahr. Es ist noch nicht vorüber. Sie können das noch wieder gut machen. Ach, leben Sie wohl, Shepard. Vielen Dank.
Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell! Öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen, bevor sie die Kontrolle über die Station zurückerlangt. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin's. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sie würden Menschen opfern, um den Rat zu retten? Was haben die denn je für unser Volk getan? Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Halten Sie sie zurück, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Wir konzentrieren uns auf die Sovereign. Wir lassen hier niemanden sterben. Warten Sie, bis sich die Arme öffnen, Joker. All unsere Schiffe müssen sich auf die Sovereign konzentrieren, auch wenn wir so den Rat opfern. Ein Opfer zum Wohle aller. Hoffentlich ist es nicht vergebens. Alle Allianzschiffe halten die Formation. Warten Sie auf eine freie Schussbahn zur Sovereign. Das hat höchste Priorität. Ich wiederhole, das hat jetzt absolute Priorität. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Öffnen Sie einen Com-Kanal. Hier ist die Ascension. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Guardian-Abwehr wurde überwältigt. Kritische Barrieren sind ausgefallen. Commander, Sie haben die Verbindung abgebrochen. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Dabei helfen.
hier gegen die Sovereign, gegen Saren anzukommen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Oh shit. Das zu erwischen ist natürlich auch nicht leicht. Wir sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Wir haben Ihre Nachricht erhalten, Botschafter. Was ist los? Kein Grund, sich aufzuregen, Captain.
Ich würde dieses Treffen gern mit allen Zähnen im Mund beenden. Sie sollten mir für das, was ich getan habe, danken. Wäre die Normandy noch immer am Boden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich verstehe, Captain. Sie haben nur getan, was Sie tun mussten. Es gibt einen anderen Grund, warum Sie hier sind. Wir müssen dem Rat berichten, was geschehen ist. Commander Shepard hat das Richtige getan. Wir mussten unsere Flotte zurückhalten, um der Sovereign folgen zu können. Es war der einzige Weg. Das stimmt. Aber dies eröffnet uns außerdem eine Möglichkeit. Die Flotte der Zitadelle wurde bei dem Angriff dezimiert. Dieser Verlust hat die Allianz stärker gemacht. Sie können den Wiederaufbau nicht ohne uns schaffen. Wir müssen bei der Bildung eines neuen Rats die Führung übernehmen. Und er sollte einen menschlichen Vorsitzenden haben. Werden Sie das akzeptieren? Ich gehe davon aus, dass uns die anderen Rassen einladen werden, uns dem Rat anzuschließen. Aber ihn anführen, das ist eine ganz andere Geschichte. Die anderen Spezies haben Angst. Sie haben so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen, dass wir vortreten. Sie glauben an uns. Und das verdanken wir Ihnen, Shepard. Sie haben die Galaxis vor der Sovereign gerettet. Sie sind ein Symbol für alles, was an der Menschheit gut ist. Für unseren Mut, unsere Stärke. Der Botschafter hat recht. Die anderen Rassen sehen jetzt zu uns auf. Sie werden uns nicht nur als Anführer akzeptieren, sie werden es sogar begrüßen. Angesichts all der Dinge, die Sie getan haben, wird die Allianz wissen wollen, wer Ihrer Ansicht nach Ratsvorsitzender werden soll, Commander. Anderson. Wir sind dabei, in den Krieg zu ziehen. Wir brauchen jemanden mit militärischer Erfahrung. Jemanden wie Captain Anderson. Sie haben überzeugende Argumente. Sind Sie bereit dafür, Captain? Ich weiß nicht, ob überhaupt einer von uns bereit dafür ist. Aber ich werde mein Möglichstes tun. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt beginnt die richtige Arbeit. Die Reaper sind immer noch da draußen. Sie kommen. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Uns steht ein Krieg gegen die Reaper bevor. Wenn wir verlieren, ist das Ende allen Lebens, wie wir es kennen. Wir müssen dem Rest der Galaxis zeigen, wie man überleben kann. Mit der Unterstützung der anderen Rassen können wir diesen Kampf gewinnen. Mit ihnen im Rücken können wir die Rückkehr der Reaper aufhalten und sie zurück in den Orkusnebel treiben. Das war Mass Effect Teil 1. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt, dieses Let's Play Spaß gemacht. Und ich würde sagen, Teil 2 könnt ihr euch einmal gerne angucken. Wir sehen uns dann im Let's Play Mass Effect Teil 3. Ich will gerne wissen, wie die Story endet. Bis dahin, zum nächsten Mal. Und macht's gut.
can't make you mine.